Herzlich willkommen bei Holzwerken TV. Seit es Drechsler gibt, gibt es auch Spezialwerkzeuge, wie zum Beispiel die Hakenwerkzeuge, Ringwerkzeuge, spandickenbegrenzte Werkzeuge, Aushöhlwerkzeuge. Diese zu schärfen ist nicht immer ganz einfach. Wie das geht, das zeige ich Ihnen heute. Die ursprünglichen Spezialwerkzeuge sind mit Sicherheit die Haken. Die in handgeschmiedeter Version noch nicht gebrauchsfertig sind. Wir müssen diese Werkzeuge noch entsprechend in Form bringen und dann eben auch noch abziehen. Bei den spandickenbegrenzten Hakenwerkzeugen verhält sich es etwas anders. Diese Hakenwerkzeuge werden sehr oft schon industriell hergestellt. Die Form passt in aller Regel. Meistens reicht ein kleines Abziehen und dann sind auch diese Werkzeuge gebrauchsfertig. Bei den Ringwerkzeugen verhält es sich ebenso wie bei den industriell gefertigten Haken. Die werden also eben auch maschinell hergestellt, nicht von Hand geschmiedet. Und die Form, der Winkel und so weiter, das stimmt in aller Regel. Auch hier reicht ein Abziehen. Genauso verhält es sich bei den spandickenbegrenzten Ringwerkzeugen. Eine kleine Ausnahme bildet hier dieses mit Tassenstählen besetzte spandickenbegrenzte Aushöhlwerkzeug. Diese Tassenstähle kommen in aller Regel aus der Aluminiumbearbeitung, also aus der NE-Metallbearbeitung, auch vorgesehen für Kupfer, Messing und so weiter. Diese Werkzeuge sind gebrauchsfertig geschliffen, die braucht man auch vor dem Benutzen nicht abziehen. Wenn diese Werkzeuge stumpf werden, sind sie eigentlich dafür vorgesehen, dass man sie entfernt, dass man sie wegwirft. Der Drechsler kann selbstverständlich dieses Werkzeug noch ein- bis zweimal mit einer guten Diamantfeile abziehen. Dazu benötigen wir hier so einen kleinen Stab, auf den man dann stirnseitig diese Tasse aufschraubt. Dieser Stab wird in die Bohrmaschine oder eben in die Drechselbank eingespannt und dann kann ich sicher mit einer Diamantfeile diese Werkzeuge von außen noch mal ein bisschen nachziehen. Um den Spezialwerkzeugen den nötigen Anschliff zu geben, benötigen wir entsprechende Diamantfeilen. Das heißt also Kunstdiamant besetzte Feilen, wie hier sowas zum Beispiel vorne mit einer kleinen Platte, geraden Platte, Kunstdiamant bestickt. Oder eben hier eine konische Rundfeile, die sich sehr gut eignet, um eben speziell Haken- und Ringwerkzeuge auch von innen abzuziehen. Auch hier diese Korundstifte leisten sehr schöne Arbeit, zum Beispiel beim Herrichten eines Hakens. Hier haben wir diese Version noch in Kunstdiamant besetzt. Auch so eine Abziehplatte leistet sehr gute Dienste, speziell um Haken- oder Ringwerkzeuge von außen abzuziehen. Das sind also so ein bisschen die Grundausstattung, die man benötigt, um die entsprechenden Spezialwerkzeuge, denen den richtigen Anschliff zu geben. Um dem Haken die richtige Form zu geben, habe ich hier so eine kleine Schleifstation selber hergerichtet. Ich habe also 20 mm Gewindestange genommen, zwei Muttern und zwei große Beilagscheiben dazu. Und dazwischen habe ich jetzt hier eine schmale Edelkorundscheibe gespannt, die ich mit dem Abrichter auf die entsprechende Form gebracht habe. Also sehr schlank, konisch zulaufend und vorne eine kleine Rundung, damit man den Haken von innen etwas ausarbeiten kann. Wir haben hier den Haken, den werde ich jetzt von innen noch etwas schlanker ausarbeiten. Und was eben auch wichtig ist, dass dieser Haken hier an dem vorderen Bereich, wo das Werkzeug endet, dass der da also nicht so plangeraden ausläuft, sondern dass der wie hier ähnlich so ein ganz kleines bisschen abgerundet wird. Dadurch, das ermöglicht mir,
mit dem Haken eben auch im Werkstück zu bohren. Wenn ich also bei kleineren Aushöhlarbeiten brauche ich da also nicht extra einen Bohrer einspannen und vorbohren. Das geht also wunderbar mit dem Werkzeug auch, wie gesagt, wenn man da vorne so ein bisschen die Geschichte abrundet. So, zum Schleifen. Ich schleife also jetzt hier im Gegenlauf. Es geht eben darum, dass mir die Funken und das Restmaterial nicht ins Gesicht spritzt. Deswegen also schleife ich im Gegenlauf. Ich muss das Werkzeug in dem Fall allerdings sehr steil nach außen halten. Und ich nehme die Drehzahl jetzt auch nicht zu hoch. Ich bin jetzt etwa bei 1000 Umdrehungen mit der Scheibe. Dann erwärmt sich das Ganze auch nicht so. Und dann kann ich das doch ziemlich weit vorne auch ein bisschen halten. So. Zunächst schleife ich mal hier die Flanke etwas schlanker. Ja, man sieht es sehr schön, also da arbeite ich mich jetzt vorsichtig oben an die Schneidkante heran. So, natürlich wird das Werkzeug in dem Bereich jetzt sehr warm. Ich werde also deshalb auch so ein ganz kleines bisschen mit Wasser abkühlen. Ich kann sehr schön von oben sehen, wann der Schleifstein oben an der Spitze ankommt. Und ich schleife natürlich das Werkzeug nur in dem Bereich, den ich benötige. Das ist also hier vom Ende des Hakens bis etwa hier an den Punkt dran. Das andere, das muss nicht scharf sein. Das kommt mit dem Holz gar nicht in Berührung. Jetzt fange ich schon an, hier die Rundung leicht anzuarbeiten.
Jawohl. Das schaut sehr schön aus. Jetzt muss ich hier noch ein kleines bisschen mehr abrunden. So, der Haken ist so jetzt gut vorbereitet, die Form ist stimmig, der Winkel passt. Jetzt muss noch ein bisschen abgezogen werden. Dazu benötige ich hier so eine kleine flache Feile und ich ziehe jetzt hier das Werkzeug außen flächenbündig ab. Also ich verändere da keinen Winkel, sondern ich übernehme diese Fläche, die da angeschliffen ist. Ja. So, dann können wir von innen mit der Diamantfeile nachziehen. Da muss man also gar nicht so viel Arbeit leisten. Das funktioniert mit zweimaligem wechselseitigem Abziehen. Ist das Werkzeug ausreichend scharf? Ja, nochmal ein kleines bisschen von innen. Ja, und so ist der Haken einsatzfähig, scharf und so funktioniert er eben auch wunderbar, kann man also sehr schön damit arbeiten. Um die anderen Werkzeuge zu schärfen und danach abzuziehen, habe ich jetzt hier mal ein bisschen umgebaut. Ich habe einen Schraubstock hier auf dem Drehbankbett festgeklemmt, damit ich nachher mit beiden Händen eben auch agieren kann und das Werkzeug einen festen Halt hat. Wir beginnen jetzt hier mit dem Ringwerkzeug. Und so ein Ringwerkzeug, wenn das in Handel kommt, ist in aller Regel ganz ordentlich angeschliffen. Der Winkel stimmt, die Form stimmt. Lediglich ein bisschen abziehen tut manchmal Not. Ist das Werkzeug mehrfach abgezogen worden, dann verändert sich natürlich auch immer der Winkel ein bisschen in Richtung stumpfwinklig, dann sollte so ein Werkzeug auch mal nachgeschliffen werden. Dazu spanne ich das jetzt hier einmal in den Schraubstock ein und ich nehme jetzt in die Bohrmaschine, in den Akkuschrauber hier so einen diamantbeschichteten Kegel, kunstdiamantbeschichteten Kegel und ich benutze diese diamantbeschichteten Feilen immer mit Wasser. Selbst wenn die Werkzeuge oder diese Feilen für den Trockenschliff geeignet sind, sie halten doch wesentlich länger, wenn man Wasser benutzt. So. Jetzt gehe ich da so in kreisenden Bewegungen von innen zunächst steil und ich nähere mich langsam dann eben dem vorne der Schneidkante. Also zunächst immer so ein gewisser Grundschliff noch relativ gerade, damit der Winkel wieder in Richtung spitzwinklig verändert wird. So, und dann teste ich mal vorsichtig, ob sich hier schon ein Grat gebildet hat. Also hier unten ist es schon der Fall, da oben brauche ich noch ein bisschen. Jawohl, jetzt haben wir ringsherum einen feinen Grat dran, das reicht also schon nicht. Braucht da jetzt also nicht mehr Material wegnehmen.
So, speziell dieses Werkzeug könnte man jetzt von der anderen Seite auch schärfen. Das ist also beidseitig verwendbar. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. Mir reicht jetzt hier die größere Rundung, also die Oberseite. Und ich beginne mit dem Abziehen natürlich immer auf der Seite, wo der Grat ist. Also das ist immer die gegenüberliegende Seite, von der aus ich geschliffen habe. Da beginne ich mit Abziehen. Und da braucht es gar nicht viel. Man muss da also nicht ewig rumfeilen. So, von innen gehe ich jetzt mit der Rundfeile hat sich hier außen wieder ein ganz feiner Grat gebildet, den ich also hier nochmals wegnehme. So, und das reicht denn normalerweise schon. Man kann das ein bisschen testen, ja. Also das Werkzeug ist jetzt sehr scharf und somit auch wieder einsatzfähig. So, zum Schluss kommen wir zu dem spanndicken begrenzten Tassenstahlwerkzeug. Auch hier muss ich zunächst den spanndicken Begrenzer entfernen. Das geschieht von der Unterseite in dem Fall. Und dann komme ich an die Tasse heran. Die kann man jetzt hier oben mit dieser Spezialschraube, ist diese Tasse befestigt, das ist also eine Spezialschraube, die sollte man ein bisschen aufpassen, dass man die nicht verliert, weil an die ranzukommen, ist meistens ein bisschen umständlich und es ist auch nicht ganz billig. So, damit man die ein bisschen besser sieht, habe ich die jetzt hier hingelegt. Das ist diese Schneidtasse für die NE-Bearbeitung und hier diese Spezialschraube, das sieht man sehr schön, die hat so einen ganz speziellen Konus, ja, und deswegen ist die auch nicht so ganz einfach zu kriegen. So, um diese Tasse jetzt zu schärfen, benötige ich hier diesen Stift. Der hat stirnseitig eine kleine Gewindebohrung, passend zu der Spezialschraube. Und wenn ich jetzt diese Tasse hier auf diesem Stift montiere, dann habe ich die Möglichkeit, den Stift in einer Bohrmaschine oder eben hier auf der Drehbank aufzunehmen. Und dann kann ich das Werkzeug wunderbar von außen abziehen. So. Jawohl. Gut, dazu muss ich jetzt hier nochmal ein ganz kleines bisschen umbauen, aber das hat es gleich. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen umgebaut. Jetzt kann ich hier diesen Stift in dem Futter aufnehmen. Und die Schneidtasse von außen mit der kunstdiamantbestückten Feile etwas nachziehen. So. Das geht in dem Fall jetzt nur von außen, innen geht es nicht, aber das reicht normalerweise auch aus, um an das Werkzeug eine neue Schärfe anzubringen. Jawohl, das reicht auch schon aus. Nicht zu viel schleifen, es wird viel zu oft viel zu viel mit dem Abziehen abgetragen, der Winkel verändert. Ja, das Abziehen ist eigentlich nur ein letzter Arbeitsgang, wo also nur noch ganz vorne die Schärfe angebracht wird. Und
da ist weniger oft mehr. Ja, dann kann hier diese Schneidtasse wieder von ihrem Halter abgebaut werden, in das Werkzeug eingebaut werden, der Spandickenbegrenzer wieder entsprechend dem Material und der Arbeitsweise eingestellt werden und dann funktioniert auch dieses Werkzeug wieder. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen einen Einblick bekommen, wie man solche speziellen Werkzeuge schärft und möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen in Holzwerken TV. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.